Anna, Elena, wir haben noch nicht... Ja, schon gut, ich bin nicht... ...miteinander geredet und... Tut mir leid. Was wolltet ihr sagen? Nichts, macht euch keine Gedanken darüber, Kian. Wirklich nicht. Ich bin froh, dass ihr in einem Stück zurück seid. Wir haben eine Aufgabe zu erledigen, dann können wir reden. Danach. Gut, ja, danach. Wir sollten wirklich... Inu und ich werden Ferdows zum Apparathaus in den Grünanlagen eskortieren. Wir passen auf ihn auf, während er tut, was auch immer er tun muss. Kian, seid ihr sicher, dass wir ihm trauen können? Haben wir eine Wahl? Ja, ich glaube, wir können. Gut, er wird bereit sein, wenn ihr einen Weg in den Turm gefunden habt. Ami hatte etwas erwähnt. Utana erfuhr aus einer vertrauenswürdigen Quelle von meiner Reise nach GN. Ich frage mich... Habt ihr Utana von GN erzählt? Ich... Na schön, ja, ja, habe ich. Es war... Ich habe es getan, um euch zu helfen. Ich vertraue der Mutter, das habe ich immer getan, schon seit... Naja, ihr wisst ja, ihr und sie, ihr beide habt mir das Leben gerettet vor so langer Zeit. Tut mir leid, dass ich helfen wollte. Wenn ihr es Utana nicht gesagt hättet, wäre ich jetzt tot. Also, danke. Das ist alles? Danke? Wir sehen einander vielleicht nie wieder und... Worte können die Kluft zwischen uns niemals überbrücken. Ich kann ihr nicht alles geben, was sie sich erhofft, aber ich kann wenigstens etwas sagen, durch das sie sich besser fühlt. Ich kann ihr nicht geben, was sie sich am meisten wünscht, aber... Einen Kuss kann ich hier trotzdem gewähren. Wozu denn? Das bringt doch nichts. Das... Ich habe das ja jetzt nicht falsch verstanden. Kian ist doch homosexuell. Ich kann ihr nicht alles geben, was sie sich... Wir werden einander wiedersehen. Wirklich? Naja, wenn ihr es sagt. Ihr habt noch viel über Frauen zu lernen, Kian. Aber ich schätze, das sollte mich nicht überraschen. Elena... Brechen wir bald auf? Denn ich fürchte, wenn wir noch lange warten, werde ich mich irgendwo zusammenkauern und niemand mehr nützen. Die Straßen sind voller feiernder Leute und die Asadi halten sich zurück. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt. Diese ganze Erntefestsache macht sie verrückt. Viel zu heidnisch für unsere frommen Besatzer. Ich werde einen Weg ins Herz des Turms finden. Wir werden warten, bis ihr Kontakt mit uns aufnehmt. Glaubt ihr immer noch, dass ihr den Apparat aus der Ferne abschalten könnt, Ferdows? Mit eurer Hilfe, klar. Und solange sie nicht die Rohrverbindung getrennt haben. Ja, ich glaube schon. Ich weiß, sie warten noch darauf, dass die abschließenden Berechnungen zum Turm geschickt werden. Wenn wir uns also beeilen? Dann lasst uns keine Zeit mehr verschwenden. Gelangt einfach in den Turm, findet den Apparat und meldet euch über das Sprechrohr bei uns. Ich führe euch durch die Schritte, die nötig sind, damit ich die Kontrolle übernehmen kann. Und dann lasse ich den Apparat abstürzen. Abstürzen? Abstürzen? Was ist denn los? Warum sagen alle abstürzen? Hat es einen Unfall gegeben? Wenn wir ihm die falschen Anweisungen zuführen, hört der Apparat auf zu arbeiten. Wie ein Wolkenschiff, das abstürzt. In einen Berg kracht. Es klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Wir werden wohl darauf vertrauen müssen, was ihr sagt. Ich habe jahrelang am Apparat gearbeitet. Ich weiß, wie er funktioniert. Seid ihr bereit, Leute? Ich bin sowas von bereit. Ich meine, nicht richtig, weil ich keine Ahnung habe, was wir machen. Aber so bereit, wie ich je sein werde. Nicht, dass ich mich bereit fühlen würde. Mir ist es lieber, einen Gegner zu bekämpfen, den ich sehen kann. Und ich verstehe nicht, was dieser Apparat ist oder wie Ferdows ihn anhalten will oder was er macht. Aber... Also, wie sieht's aus, Leute? Gehen wir. Passt auf euch auf, Kian. Wenn ihr sterbt, nehme ich euch das richtig übel. Und wer Enu stirbt, dann nehme ich euch das richtig übel. Nee. Wer? Okay, wir schauen uns hier mal um. Hemmungslos Feiernde. Ja, komm schon. Hör nicht auf, gib's mir. Gut so. Was glotzt du denn so blöd, du Perverser?
Ich bin der Perverse. Oh, bei den Göttern. Das fühlt sich so wundervoll an. Ja, er gibt dir seine ganzen 2 Zentimeter. Oh. Alter! Und was machst du? Schon. Bei der Göttin. Das Erntefest scheint Menschen zu Tieren zu machen. Gut so. Mach weiter. Prost zusammen! Hoch die Tassen! Die nächste Runde geht auf mich! Erntemond! Okay, was gibt's hier hinten so? Okay, sie tanzt nur. Und ihr? Die Erntemondnacht muss den Makurian sehr wichtig sein, wenn sie bereit sind, solche Narren aus sich zu machen. Erntemondnacht, ja! Zündet sie an! Los, Kumpel, steck sie in Brand! Was bist du für einer? Hat dieser verdammte Abend denn nie ein Ende? Lieber gar nicht. Seht die weiten Hexe brennen! Ja, lasst sie brennen! Ich bin ja nochmal während Erntemond freiwillig zum Dienst zu nehmen. Ihr seid alle betrunken. Brennen sie die Stadt. Hey, ihr da! Hört gefälligst auf die Straße zu pissen! Was ist denn hier los? Wir verpassen noch den Beginn der Zeremonie. Ah, die Zeremonie, okay. Was ist hier los? Der Abend, der nie ein Ende. Lieber gab ich in der endlosen Wüste Brunnen, als mich in Makuria nochmal während Erntemond freiwillig hat dieser verdammte Abend, wenn wir Glück haben. Seht die Weidenhexe brennen! Ja, lasst sie brennen! Okay. Moment. Versammelt euch, Freunde. Kommt herbei. Euch allen eine überaus freudvolle Erntemondnacht. Seht es mit an. Ein magisches Scheusal ist in dieser heiligsten aller heiligen Nächte unter uns erschienen. Das ist eine Beleidigung des Anstands und des Menschseins. Wehe. Ein viehisches, gefiedertes, plapperndes Federvieh. Na schön, der Scherz geht auf meine Kosten. Jetzt macht den Käfig auf. Es spricht mit der Stimme des großen Nekromanten. Der Stimme des großen... Wie bitte? Halte die Luft an, gefiederter Diener des Schattens. Lass deinen schamlosen Schnabel geschlossen. Die Sache mit dem schamlosen Schnabel kann ich nicht abstreiten. Aber was hier mit dem Feuer im Gange ist, gefällt mir ganz und gar nicht. Ich rieche verkohlte Federn. Schon bald beginnt die große Zeremonie. Und der große Apparat leitet eine neue Ära der Vernunft, der Logik und des Menschseins ein. Und ein Ende der Zauberei. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser schändliche Frevel die Nacht mit seinem Gekrächz und seinem fedrigen Unflat vergiftet. Das falsche Federvieh hat mich schon einmal verspottet und einem mannhaften Mitstreiter, einem folgsamen Freund der Sache, großen körperlichen Schmerz und Unbehagen bereitet. Dieser treue Gefährte kann vielleicht nie mehr trinken, ohne zu tröpfeln. Und das nur wegen dieser Laune der Natur! Ich, Honor Hilaris, Kandidat und treuer Diener der Menschheit, werde persönlich das Feuer entzünden, um Makuria von diesem letzten Überbleibsel kranker Magie zu befreien, unsere uralten menschlichen Traditionen zu ehren und... Schwafelnder Feigling! Wann haltet ihr endlich die Klappe und verschwindet einfach? Die Leute haben eure rassistischen Tiraden satt. Wenn irgendjemand hier auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden sollte, dann ihr! Den armen Vogel zu töten, ist das völlige Gegenteil dessen, worum es beim Erntefest geht. Wie könnt ihr behaupten, die Menschlichkeit zu vertreten, wenn ihr überhaupt nichts Menschliches an euch habt? Hört, hört! Und ihr? Ihr solltet Zwietracht verhindern, oder nicht? Wann hattet ihr vor, dem hier ein Ende zu setzen?
Wollt ihr einfach zulassen, dass dieser Irre Vögel verbrennt und in der Stadt, die ihr beschützen solltet, zu Gewalt aufhetzt? Wir mischen uns nicht in örtliche Traditionen ein, meine Dame. Oh doch, misch dich ein. Niemand hier hätte was dagegen, da bin ich sicher. Örtliche Traditionen? Örtliche Tradition? Diese Farce hat rein gar nichts mit örtlichen Traditionen zu tun. Wir verbrennen arme, schutzlose Tiere in der Erntemondnacht nicht auf dem Scheiterhaufen. Oh, das ist kein Tier, oder? Was? Ich meine, es ist ein magischer, ein sprechender Vogel, kein Tier, an und für sich. Vom Fachlichen her hat der Mann nicht Unrecht, das muss ich ihm lassen. Natürlich ist es ein Tier. Ob magisch oder nicht, es ist ein Lebewesen und ihr solltet diesem Treiben sofort Einhalt gebieten. Ja, genau wie sie sagt. Tut mir leid, meine Dame, aber solange kein richtiger Mensch zu Schaden kommt, können wir nicht eingreifen. Verdammter Feigling! Das gilt für euch alle, vor allem das Schwein da. Feiglinge! Okay. Mensch sein, Ehre, Hilfe! Hallo? Hilf mir! Ja. Keine Überraschung. Okay, was kann ich machen? Was ist mit dem da? Hier drüben! Ich rede mal mit Krähe. Was willst du, Vogel? Ich habe keine Zeit für... Ich kenne dich. Ich habe gravierte Bilder gesehen. Du bist Kian. Nicht so laut. Wo hast du diese gravierten Bilder gesehen? Ich habe einige Zeit in Sadir verbracht. Ich bin Krähe, ein Freund von April Ryan und Zoe Castillo. Du warst ein Freund von April? Freund, Partner, Sidekick. Ich bin nach Makuria zurückgekehrt, um dich zu finden, ob du es glaubst oder nicht. Und weil du der Grund dafür bist, dass ich in der Klemme stecke, musst du mir helfen. Am besten schnell, denn wenn das hier so läuft, wie es aussieht, wird mir bald sehr, sehr heiß. Tut mir leid, Vogel, aber ich muss einen Weg in den Turm finden und die Zeit läuft mir... In den Turm? Den Asadi-Turm? Das große weiße Gebäude, das bis in die Wolken reicht? Ich kenne einen Weg in den Turm, einen geheimen Weg. Hol mich aus dieser Todesfalle raus, dann bringe ich dich in den Turm. Das schwöre ich bei meinem Schlüpflingsnest. Wenn du lügst, drehe ich dir deinen dürren Hals um. Flügel aufs Herz. Wenn ich lüge, will ich tot umfallen. Was vielleicht ohnehin bald passiert. Beeil dich, dieser Irre wird nicht ewig Reden schwingen. Okay. Was ist das hier? Da bumsen wieder Leute. Und jeder Abort erkundet wird, damit wir die letzten Überreste von Magie in unserer schönen Stadt. Irgendwo muss es irgendwas geben, was mir hilft. Ehren Prost zusammen! Hoch die Tassen! Nee, hier gibt's nix. Nur bumsende Leute und Besoffene. Ach, ja! Seht die Weiden! Was ist mit euch da hinten? Was macht ihr? Kann ich den nicht einfach zusammenschlagen, den Onor? Das wäre eigentlich die beste... Methode. Einfach Indiana Jones-mäßig den Nazi zusammenschlagen. Okay. Was ist hier? Nein, 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 nein! Oh, ich dachte schon, ich hatte gerade schreien gehört. Sie strotzen nur so vor Sünde.
Außerdem riechen sie nach üblem Fuß. Wir können die Welt nur von Magie befreien, indem wir sie verbrennen. Mit Feuer verbrennen. Ihr seid hier, um zu erleben, wie der Scherge des Nekromanten brennt, nicht wahr? Für weitere Zuschauer ist immer Platz. Er sollte eingreifen. Dafür sind sie hier. Aber mit magischen Wesen hat niemand Mitgefühl. Was ist mit dem Händler da? Traube von Nedra. Dieser Wein ist es ist Erntemondnacht, werter Herr. Und ihr scheint unberauscht zu sein. Schämt euch. Öffentliche Trunkenheit ist heute Abend so gut wie vorgeschrieben. Ihr habt jedoch Glück. Die meisten Stände haben für heute schon zu. Aber wir schließen erst, wenn auch die letzte Flasche verkauft ist. Was nach unserer Erfahrung nicht mehr allzu lange dauern dürfte. Der anspruchsvolle Nordländer weiß, wir sind eine Ecke besser als die anderen. Hier gibt es keine Südland-Importe. Diese Flaschen wurden im Nordland abgefüllt. Mit Wein aus der herben, purpurnen Traube des... Ich bin sicher, euer Wein wird den Ansprüchen mehr als genügen, Händler. Oh. Nun gut. Na, was darf's denn heute Abend sein? Nüchternster aller Herren. Vielleicht möchtet ihr von einer Flasche probieren, bevor ihr kauft. Eine kleine Kostprobe, bevor ich mich entscheide. Von welchem Wein? Drachenfeuer, Rose des Nordens, Traube von Nedra, Nordlandrubin, Markurischer Roter. Hervorragende Wahl, werter Herr. Dieser ist sowohl hart als auch feierlich. Eine melancholische Mischung. Schenkt einfach den Wein ein, bitte. Nun gut. Hier, bitte, riecht daran, schwenkt ihn und schlürft. Was kann ich jetzt damit machen? Kann ich den Hilleris geben und ihn irgendwie besoffen machen oder irgendwie... Vor allem, während ich auf entdeckter Mission bin, ich denke wohl nicht klar. Nein, das erfordert mehr Subtilität. Feuer reinigt. Feuer vernichtet die Infektion. Feuer bringt uns allen das Licht der Göttin. Ich glaube kaum, dass irgendjemand mehr brauchen könnte. Und wir nehmen es gerne an. Ich muss mir eine andere Lösung überlegen. Ich, Onor Hilleris, verspreche euch, den guten Leuten Mercurias, dass jeder Pflasterstein umgedreht, jede Kellertür aufgesperrt und jeder Abort erkundet wird, damit wir die letzten Überreste von Magie in unserer schönen Stadt aufspüren. Ein Fingerhut voll sogenannten Weins. Wie ihr alle wisst, bewerbe ich mich um die Leitung der Stadtwache, wo ich die Jagd auf Nichtmenschen und Magie in Makuria welche ist am wenigsten verdrängt? Wenn Nein, ich gewählt werde, soll sie sind es alle schmutzig. Verbrennungen geben. Ich fühle mich unrein. Dieser Vogel ist nur der dürftige Auftakt unseres Feldzugs. Wir waren nachsichtig mit dem Magischen, nachsichtig mit jenen, die Zauberei unterstützen und Nichtmenschen aufnehmen. Schluss damit! Das endet heute Nacht mit reinigendem Feuer. Hallo nochmal. Habt ihr es euch überlegt? Möchtet ihr vielleicht einen Schluck probieren? Ich bin kein Barbar, der Weine einfach eine kleine Kostprobe, bevor ich mich entscheide. Von welchem Wein? Drachenfeuer klingt gut. Interessant. Ihr möchtet das Drachenfeuer probieren? Unseren mächtigsten Wein? Der gestandene Krieger zum Weinen bringen kann und schüchterne Jungfern zum... Ich möchte ihn jetzt probieren. Wie ihr wünscht, werter Herr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, acht, neun, zehn. Sonderbar. Ich erinnere mich gar nicht daran, dass der Probierbecher so voluminös war. Okay. Cool, jetzt haben wir eine Kanne Drachenfeuer. Was kann ich damit machen? Anzündholz.
Wir können die Welt nur von Magie befreien, indem wir sie verbrennen. Vor allem? Mit Feuer während verbrennen. Ich auf verdeckter Mission bin? Feuer reinigt. Ich denke wohl nicht Feuer klar. Feuer vernichtet Nein, die Infektion. Das erfordert mehr Feuer Subtilität. Feuer bringt uns allen das Licht der Göttin. Das sollte genügen. Und wir nehmen es gerne Dämpfe an. Dämpfe sind kaum auszuhalten. Klingt, als stünde Hilaris kurz davor, sein irres Geschwafel zum Abschluss ich, zu bringen. Ich, Honor Hilaris, verspreche euch, warten, den guten Leuten Mercurias, dass jeder Pflasterstein umgedreht wird. Hoffentlich funktioniert jedes das so. Aber genug geredet. Dieser geflügelte Dämon, dieses Zeichen der Zauberei, diese Beleidigung der Menschheit muss brennen. Muss er? Ach, müssen ist ein so starkes Wort. Ich bin nicht sicher, ob ich es in diesem... Brenne, formwandelnder Nekromant. Brenne. Oh Mann, es geht los. Oh, das gefällt mir. Ihr Götter, rettet mich. Nee, helft nee. Mir, helft mir. Los, Leute, macht Platz. Schaut zu und holt Popcorn. Den armen Kerl hat's übel erwischt. Wir müssen ihn zu einem Heiler bringen. Sofort. Die Göttin schütze uns. Er hat Glück, wenn er die Nacht übersteht. Genau, der Spaß ist vorbei. Geht weiter, Leute. Geht nach Hause. Zu euren Familien. Gut gemacht. Und jetzt hol mich runter von diesem lodernden Feuer. Ich kann nicht. Ich brauche etwas, das lang genug ist, um an den Käfig zu kommen. Oh, ich sehe immer noch Flammen. Die Flammen kommen näher. Okay, okay, was? Du ja, du weißt schon. Das Feuer löschen! Da, nimm das Ding. Ja, los! Gut. Das war ganz schön knapp. Ich rieche nach versenktem Gefieder und Rauch. Also hast du mich belogen, was diesen geheimen Weg in den Turm angeht? Nein, würde ich nie machen. Naja, würde ich schon. Das sehe mir sogar ziemlich ähnlich. Zu lügen, um meine Schwanzfedern zu retten. Aber ich habe wirklich die Wahrheit gesagt. Ich kenne einen Weg in den Turm. Von unten. Nein? Das beeindruckt dich nicht sonderlich? Na schön. Folge mir, Großer, und ich führe dich durch die Dunkelheit in das Licht. Wobei das Licht in diesem Fall der Turm ist. Genauer gesagt, diese sonderbare Säule aus träumerischem Licht, die sich in der Mitte des Turms mit all den rotierenden Metallstücken erhebt. Du meinst den Apparat? Nennen Sie es so? Das komische Ding mit den Zahnrädern und den Hebeln und den Metall, was auch immer? Dann, ja, den Apparat. Wie, willst du etwa nicht dahin? Flieg voraus, Vogel. Und zwar schnell. Krähe. Und ich bin wieder nützlich. Schwachköpfe, Dilettanten! Wissen Sie nicht, mit wem Sie es zu tun haben? Wissen Sie nicht, wer ich... Endlich! Warum habt ihr so lange gebraucht? Ich bin seit Tagen hier drin. Du Tölpel, wie hast du es geschafft, dich einsperren zu lassen? Manche Leute verstehen einfach nichts von Kunst. Komm, du musst den Apparat für das Ritual vorbereiten. Ja, Gebieter. Oh, nee. Wird doch Zeit, verdammt. Trautes Heim, Glück allein. Ich bin sicher, du erinnerst dich an diesen Ort. Ich meine, du hast dir eine Razzia durchgeführt und alle verhaftet und direkt dazu beigetragen, dass die Taverne endgültig geschlossen wurde. Weißt du noch? Ja, Vogel, ich weiß es noch. Gut. Tja, sie ist weit davon entfernt, wie sie in jenen glücklichen Tagen aussah. Aber ich habe hier genistet und es ist nicht schlecht. Und außerdem bin ich Krähe. Mein Name lautet Krähe.
Was hat dieser Ort mit dem Turm zu tun? Richtig, stimmt. Also, es gibt da einen Geheimgang vom Keller zu einer verfallenen unterirdischen Stadt unterhalb von Makuria. Sowohl April als auch Zoe haben ihn genutzt. Ich bin selbst einige Male durchgeflogen. Nur zu Forschungszwecken natürlich, nicht um nach Schätzen zu suchen. Wo ist der Keller? Hinter der Theke und dann rechts. Und da begeben wir uns in der nächsten Folge hin. Bis dann.